Heute früh um 7.34 Uhr flog der Papst nach Afrika. Er besucht dort Kongo und Südsudan. Daraufhin hat die FAZ einen relativ langen Bericht veröffentlicht und stellt auch einige Vergleiche zwischen Afrika, also konkret Kongo und Deutschland an, die etwas die Fakten bringen, die nicht ganz üblich sind. Ja, man könnte sagen, der Vergleich ist etwas unfair, denn Afrika hat eine neue, eine sehr dynamische Kirche mit sehr vielen Berufungen und in Deutschland ist es genau das Gegenteil der Fall. Aber es ist doch fair zu vergleichen, denn hier will Bischof Dr. Georg Betzing die Kirche und den Glauben wieder zum Blühen bringen mit seinem synodalen Weg. Also zumindest das hat er, das sagt er, dass er das vorhat zumindest, ja. Und wir wissen alle, das wird natürlich eine Katastrophe werden. Und dort macht man genau das Gegenprogramm, ja. Dort macht man genau das Gegenteil vom synodalen Weg. Und es sieht wirklich anders aus. Aber nicht nur jetzt in Berufen und eine ganze Reihe von Zahlen, sondern auch in anderen Aspekten, die wirklich erstaunlich sind. Und zwar, der intellektuelle Fortschritt der Afrikaner in den vergangenen Jahrzehnten sei erstaunlich. Beispielhaft nannte Franziskus die beeindruckende Klarheit und die intuitive Intelligenz, die ihm Studenten aus Afrika aufgefallen seien. Und das ist wirklich interessant. Dann die Deutschen, also ich meine, jetzt meine ich immer diese Radikalprogressisten im synodalen Weg, die meinen, dass sie Koryphäen sind in der Theologie. Aber die ganze deutsche Theologie ist hat überhaupt keinen Ruf mehr, keine Reputation mehr. Und selbst hier sind die ganzen Fakultäten für Theologie alle leer. Kein Mensch interessiert sich mehr. Kein Mensch will sich diese seltsamen Theorien des synodalen Weges und überhaupt des Radikalprogressismus mehr anhören. Und deshalb überlegt man, viele Fakultäten zu schließen, weil es keine Studenten mehr gibt, die diese Theologie sich anhören wollen, die letztendlich den Glauben zerstört. Und in Afrika ist genau das Gegenteil. Und das ist interessant, wie das der Papst beschreibt. Und zwar ist es eine beeindruckende Klarheit, also genau das Gegenteil dessen, was man in diesen Texten des Synodalen Weges serviert bekommt. Das ist wirklich chaotisch. Es sind völlig abstruse Gedanken. Ja, die wollen etwas erreichen und dann sagen sie, okay, wie basteln wir, wie fabrizieren wir irgendwelche Argumente, um eben Gender, Feminismus etc. in die Kirche einzuführen. Und das ist natürlich so verwirrend. Ja, und dort nicht. Dort gibt es eine beeindruckende Klarheit. Ja, und das ist genau die Klarheit, die man zum Beispiel auch findet, zum Beispiel in den Texten des heiligen Thomas von Aquin. Ja, da ist es auch völlig klar. Es ist eine strahlende Klarheit, ja, und jeder versteht das. Es ist so aufgearbeitet, dass jeder, der auch keine Ahnung hat, vieles versteht. Ich meine damit insbesondere die Summe der Theologie. Und dann sagt außerdem noch, und die intuitive Intelligenz. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was man im synodalen Weg findet, ja. Diese intuitive Intelligenz, die kommt vom Glauben. Das heißt, der Glaube dort ist so stark in den Leuten, dass sie wissen, okay, was ist der Glaube? Was gibt uns sozusagen der Glaube vor? Und damit mit unserer Theologie, mit den Argumenten, da wollen wir das erklären und den Leuten näher bringen, damit die Leute das einfacher verstehen und leichter eben dem zustimmen. Hier ist genau das Gegenteil. Hier, dadurch, dass man sich nicht am Glauben orientiert, sondern an irgendwelchen Vorgaben vom Gender und Feminismus, ist diese Intuition völlig kaputt gegangen, aber die normalen Gläubigen, die spüren, ohne dass sie das auch unbedingt erklären müssen, das, was dort im synodalen Weg erzählt wird, ist schlicht und ergreifend falsch, das ist nicht katholisch, jedenfalls hat das mit dem katholischen Glauben, mit dem Lehramt nichts zu tun. Es ist, jeder spürt, ja, dass die versuchen, eine neue Kirche uns zu verklickern, obwohl sie immer das Gegenteil behaupten. Und diesen Eindruck, genau diesen Eindruck hat man eben nicht in Afrika. Der Artikel erwähnt natürlich auch weitere Argumente. Er sagt zum Beispiel, geistliche Krisen wie in Deutschland und anderen europäischen Staaten kennt die katholische Kirche in Afrika nicht. Der Messebesuch gehört für die Gläubigen zu jedem Sonntag. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Leute gehen dahin und machen sich keine großen Gedanken darüber, weil es normal ist. Es ist normal, dass die Menschen einen Tag in der Woche Gott widmen. Und das ist eben der Sonntag. Die Zahl der Seminaristen und Priester wächst. Inzwischen lebt jeder fünfte Katholik weltweit in Afrika. Das ist wirklich beachtlich. Das ist also jeder fünfte, das sind 20%. Da kann man sehen, dass rein zahlenmäßig Afrika immer wichtiger wird für die katholische Kirche. Ja? Und dagegen kommt Deutschland nicht an mit diesen seltsamen Theorien
des synodalen Weges. Ja? Die wollen damit nichts zu tun haben. Die sagen, okay, es ist falsch. Jeder spürt das. Ja? Ich muss jetzt nicht stundenlang Theologie oder jahrelang Theologie studieren, um das zu erkennen, dass das alles falsch ist. Die spüren das, weil sie noch Glauben haben. Ja? Und die lassen sich nicht von diesen seltsamen Theologien aus diesen deutschen ultralinken Fakultäten beeindrucken. Tendenz steigen. Einrichtungen in katholischer Trägerschaft sind in der Demokratischen Republik Kongo, dem Land mit der größten Zahl von Katholiken in Afrika, sowie in anderen Staaten des Kontinents aus dem Bildungs- und Gesundheitswesen nicht wegzudenken. Und die sind tatsächlich noch katholisch. Wegen hier, zum Stichwort kirchliches Arbeitsrecht, die werden immer weniger katholisch. Aber dort, weil sie katholisch sind, werden sie immer mehr und das ist der wichtige Punkt, die werden immer einflussreicher. Damit verbunden ist ein erhebliches politisches Gewicht der katholischen Kirche. Und das ist gerade das, muss den Leuten im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und auch Bischof Dr. Georg Betzing unglaublich fuchsen. Denn die gewinnen Einfluss, ja, weil sie katholisch sind, weil sie nicht so Geschichten machen wie den synodalen Weg. Dadurch gewinnen sie Einfluss in der Gesellschaft durch die karitativen Werke etc., aber auch in der Politik. Gleichzeitig in Deutschland verliert die katholische Kirche Einfluss in beiden Bereichen, weil diese ganzen Geschichten, ja, diese ganzen karitativen Geschichten werden immer weniger katholisch. Das heißt, die existieren, die machen vielleicht gute Dienstleistungen, die Krankenhäuser und so weiter. Das kann ja gut auch sein, aber diesen katholischen Geist verlieren sie. Ja. Und dadurch verliert natürlich auch die katholische Kirche in Deutschland immer mehr Einfluss, auch in der Politik, weil die Leute sagen, ja, was heißt noch katholisch? Die streiten sich ja nur und außerdem noch wiederholen die sowieso das, was man im Bundesparteitag der Grünen auch hört. Also dafür brauche ich keine katholische Kirche. Wegen dort, dadurch, dass sie noch katholisch sind, ja, dadurch gewinnen sie an politischen Einfluss. Das sollte sich mal Bischof Betzing und die ganzen Herrschaften da im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken etwas genauer analysieren und vielleicht sich doch fragen, sollten wir vielleicht nicht etwas katholischer werden und dadurch werden wir erst recht mehr politischen Einfluss gewinnen und nicht eben durch eine unglaubliche Anpassung an den Zeitgeist. Vielen Dank.